Und hallo zurück, liebe Dino-Freunde, da sind wir wieder. Im Jurassic Park, Return to the Jurassic Park von 1993. Ja, und letztes Mal ist mir ein blöder Fehler unterlaufen. Da wollte ich die Raptoren statt betäuben, hatte ich die falschen Pfeile und war auf Behandeln gegangen. Ja, dann kann man ihn natürlich stundenlang hinterherjagen. Danke für eure Kommentare, aber ich habe es später auch gemerkt. Und ja, das ist richtig cool, ist das. Ja, wenn man das länger nicht gespielt hat und man das eigentlich besser wissen müsste, aber ist ja auch egal. Es tut ja dem keinen Abbruch. Es war ja auch so spannend gewesen. Ah, über was unterhaltet ihr euch? Hä? Was hackt ihr aus? Sucht ihr nach Schwachstellen im Zaun? Nee, 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 nee. Ja, aber das ist das Eigentliche. Wenn man so dieses Spiel spielt, ne, dann ist es auch klasse, wenn man mal die Dinosaurier beobachtet und so. Da muss man sich einfach mal die Muße zu nehmen. Und es ist die Animation und so. Es ist ja auch wirklich cool geworden, ne? Also wirklich ein Augenschmaus. Da sollte man sich auch mal die Zeit für nehmen. Wer das nicht mag, der ist sowieso am falschen Spiel geraten. Ne? Ich finde es klasse, ne? Es ist immer wieder beeindruckend. Ja, und hier nochmal auf die Raptoren zurückzukommen. Ich hatte die ins Gehege transportiert und guckte nur so und dachte, hä? Wieso passiert da nichts? Wieso habe ich die Mission nicht erfüllt? Nein, man muss sie tatsächlich in dieses kleine Ding hineinsetzen. Ich dachte eigentlich, dass sie draußen frei rumlaufen dürfen. Aber nein. Sie müssen da punktgenau in dieses Raptorengehege gesetzt werden. Na gut, dann machen wir das eben. Wenn es weiter nichts ist. Ich denke eigentlich, dass das viel zu eng ist für die Tiere. Immer wenn ich das Teil sehe, dann muss ich an die Szene denken, wie da eine Kuh reingesetzt wird und eingekreische und blöd, kommt das Ding wieder raus ohne Kuh. Ja, das war was gewesen. Das war was gewesen. Im Kino damals, ne, wo man das gesehen hat. Ne, und heute denkt man, ne, stehen da irgendwelche Leute und bewegen die Büsche und im Grunde genommen ist es ja auch gar nichts zu sehen. Man denkt sich das ja auch nur. Und die entsetzten Gesichter der Leute. Also, unser Ziel ist, alles unter Kontrolle zu bekommen. Richtig? Kontrolle? Nein. Ah, oh, erstmal einen schönen Kaffee. Maximalziel auf Isla Nublar ist ein gelenktes Chaos. Und deshalb sind Sie hier, Dr. Malcolm. Oh, schon wegen meines Humors. Wir müssen Jurassic Park kontrollieren können. Ob Chaos oder nicht. Dann können wir größere Pläne besprechen. Alan und ich sind noch nicht sicher, ob wir den Park für Touristen freigeben sollen. Das ist eine Untertreibung. Ich verstehe Ihre Bedenken. Aber alles zu seiner Zeit. Und ich erinnere mich an die Menschen, die ihre Grabungsstätte in den Badlands besuchten. Sie verlangten Eintrittsgeld. Oder nicht? Diese Spenden finanzierten unsere Forschung. Genau wie ich. Dafür sind wir dankbar, aber... Aber in Wahrheit machen wir hier in Jurassic Park nichts anderes, Dr. Sandler. Zugegeben, vielleicht in etwas größeren Dimensionen. Und mit mehr Theatralik und Butterpopcorn. Wir kennen Ihre Vision, John. Aber die Ausführung muss besser funktionieren. Deswegen sind wir alle hier. Um sicherzustellen, dass dieser Traum, mein Traum, nicht stirbt. Und es gibt noch einen weiteren großen Unterschied zwischen uns, John. In Montana haben Ellie und ich Dinosaurierfossilien ausgegraben.
Hier sind es die Dinosaurier, die uns begraben wollen. Und, ist das nicht aufregend? Sie müssen wirklich lernen, wann man besser den Mund hält, Finch. Ja, und immer die langen Bilddialoge. Aber das kennen wir ja schon. Das sind wir ja gewohnt. Es wird noch etwas dauern, die wissenschaftlichen Daten wiederherzustellen und zu organisieren. Dr. Wu hat jede Menge Material hinterlassen. Nach Nedrys Sabotage ist es ein Wunder, dass wir überhaupt eine Grundlage haben. Das stimmt. Aber durch den Sturm, die Dinosaurier und Nedrys Computersabotage wurden die Akten und Unterlagen stark in Mitleidenschaft gezogen. Glauben Sie, Sie schaffen das? Wenn wir Dinosaurier erschaffen können, sollten wir auch mit Papierkram und Computerdaten klarkommen. Können wir denn Dinosaurier erschaffen? Oder nur beeindruckende Nachbildungen? Sie leben, Alan. Und ich will, dass Sie wissenschaftlich gesehen so fehlerfrei wie möglich sind. Hammonds Leute haben beim Austausch der Amphibien-DNA einen Fehler gemacht. Und die falschen Leute eingestellt. Aber jetzt hat Hammond die richtige. Uns. Ich weiß nicht, was er an diesem Cable-Typen findet. Dasselbe fragen mich die Leute ihretwegen. Wirklich, hm? Leute also. Leute wie Dr. Rockstar? Wissen Sie, was ich brauche? Bilder von den Dinosauriern. Ich werde eine Liste der benötigten Fotos erstellen. Hätte nie gedacht, dass ich mal Dinos fotografieren würde. Aber es gibt immer ein erstes Mal. Und Alan, der Objektivdeckel. Ich will echte Fotos. Ja, immerhin haben sie die Originalstimmen genommen. Bis auf John Hammond. Das finde ich ein bisschen schade, dass der so ausgetauscht worden ist. Ja, das macht auch Laune. Mal so selber sich hinter das Steuer setzen und durch den Park zu jagen. Das macht Spaß. Ist auch mal eine schöne Abwechslung. Alleine auch, weil das dann auch mal eine andere Perspektive ist. Yes. Immer wenn ich die Viecher sehe, erinnert mich das an die Szene mit dem dicken Verräter, der mit der DNA entkommen will und auf diesen Dino trifft. Ja, jedes Foto wird bewertet. Meistens bringt das mehr Kohle, wenn man mehrere Dinos drauf hat oder mehrere verschiedene. Es wird dann so gewertet. Und Wiederholungen werden auch bestraft. Also man kann sich hier nicht eine goldene Nase verdienen. Man muss schon ein bisschen gucken, was man da so fotografiert. Wir brauchen einen schlafenden Dino. Und einer, der sich gerade sozialisiert. Gott, schweres Wort. Da kenne ich mich ja gar nicht mit aus. Sozial. Auch geil, richtig so die Originalgeräusche der Tiere. Aber hier wurde ich nichts richtig. Ich werde mal auf die große Fläche fahren. Wo denn auch die anderen Saurier sind. Ne, jetzt sind wir ja doch wieder da gelandet. So, ich glaube, da musste ich noch irgendwas impfen. Genau, richtig, ja. Ja, da hat sich ein bisschen die Mission gekreuzt.
Aber da braucht man nur von jeder Spezies einer. Einen, glaube ich. Ranger-Fahrzeug wird angegriffen. Mit einem offenen Jeep in so ein Gehege, ne? Also, das würde ich mir aber auch gut überlegen. Ja, das glaube ich auch. Warnung. Ranger-Fahrzeug wird angegriffen. Nee, jetzt, genau. Jetzt fahren wir auf die große Fläche. Also grafisch und alles. Es ist schon schön gelungen, ja. Obwohl die Mission, muss man ja mal so sagen, sich jetzt so grundlegend nicht unterscheiden zum Hauptspiel. Also es ist jetzt hier nicht so. Also bisher. Ich habe ja gerade erst angefangen. Und ich habe euch ja versprochen, das zeige ich euch dann auch. Weil ich bin ja selber neugierig. Also ich mache das hier jetzt blind. Das hier ist blind. Ne? Also ich habe das nicht schon vorgespielt und wiederhole das dann nochmal fürs Let's Play. Das mache ich eigentlich auch nicht. Weil wenn, zeige ich das so, wie es kommt. Ich habe das zwar ein bisschen zusammengeschnitten, ein bisschen zusammengefasst. Weil, ne, pro Folge 20, 30 Minuten... Länger sollte das eigentlich auch nicht sein. Weil nach der Statistik lässt denn die Aufmerksamkeit des Zuschauers nach. Ja, ne, das ist so typisch heute. Ne, die Leute wollen alles immer nur so kurze Spots haben und ja. Jo, da habe ich schon eins. Ein von zwei Missionsziele. Schönes Foto. Na, für so ein Spiel, da muss man sich auch ein bisschen Zeit nehmen. Und ich finde so 20 Minuten, so um mal plus minus, ne, das passt schon ganz gut. Und ich sehe ja auch an euren Kommentaren, dass euch das auch gefällt. So, ne, wir sind eben Let's Play Independent. Ne, wir sind weg vom Strom. Da halten wir uns nicht dran auf. Was da die Abo-Giganten gemacht haben, interessiert mich gar nicht. Und ich schaue es mir auch gar nicht mehr an. Also, das ist mir wurscht. Es machen so viele Let's Plays und bei YouTube geht das so schnell ins Nirvana. Und es ist eigentlich schade drum, ne? Und ich mache das ja just for fun. Immer noch. Ne? Mir ist auch die Aufrufrate und so ist mir auch eigentlich wurscht. Und wenn ich nur 20 Zuschauer habe, die sagen, ey, das war doch unterhaltsam gewesen, ne? Dann bin ich zufrieden, ne? Ich näher mich zwar langsam den 500 Abonnenten, aber das ist für mich zweitrangig, ganz ehrlich. Und erst ab 1000 Abonnenten, habe ich gehört, kann man so Nachrichten versenden, Umfragen starten und so, ne? Das hätte ich natürlich jetzt auch schon gerne gemacht. Aber das geht nicht. Dazu brauche ich 1000 Abonnenten. Ne? Dann bin ich ja schon fast ein Abo-Gigant. Muss ich mich selber boykottieren. Schon wieder. Was habt ihr bloß mit euren Angriffen? Ranger-Fahrzeug wird angegriffen. Das ist so schön dargestellt, so dieses Diesige beim Regen und so, ne? Da kann man sich richtig vorstellen, ne? Wie man diese Luft da einatmet. Toll! Das kommt in meine Sammlung. Jede Lebensform hat zwei grundlegende Instinkte. Trotz biologischer oder
anderweitiger Manipulationen niemals überwinden kann. Erstens, Überleben. Zweitens, Fortpflanzung. Und ich als Menschen kommt eine dritte Sache hinzu. Dominanz. Wir müssen ein Medikament erforschen, um die Vermehrung der Dinosaurier zu verhindern. Sie konnten sich auf der Insel eine Zeit lang frei bewegen, deshalb haben sie sich wohl gepaart. Das wäre ein Rekurrenzplot. Was ist das genau? Obwohl die Welt ein ständiges Chaos ist, kann man Ereignisse vorhersagen, die trotz geänderter Ursprungsbedingungen wiederholt auftreten. Ein Organismus, der den Fortbestand seiner DNA sichern will, ist ein solches Ereignis. Vielleicht hat das auch mit der tropischen Inselsache zu tun. Bei Brautpaaren funktioniert das ja auch. Könnte auch an der Nahrung liegen. Ja, vielleicht. Zieht man aber in Betracht, was einige der Dinosaurier verspeist haben, hoffe ich das eher nicht. Ausgerechnet diese Charaktere würden niemals diesen Park leiten. Wenn man sich so die Filme anguckt und so, ne, dann weiß man auch, das passt ja nie und nimmer zusammen. Ein Ranger-Team wird sie mit Pfeilen beschießen, während ich das aus sicherer Entfernung begutachte. Nehmen diese Ranger-Teams hin und wieder Passagiere. Ja, aber das ist ja auch eine fiktive Fortsetzung. Was gewesen wäre, wenn eben, ne? Die Perspektive finde ich auch cool. Verstanden. Es erinnert mich so an den zweiten Teil, wo die anderen von Ingen gekommen sind, um die Dinos zu jagen und einzufangen. Wie gesagt, ich finde die Fortsetzung gar nicht schlecht. Also, einige haben sich beschwert darüber. Ah, ne, aber was erwarten die Leute denn? Ne? Das muss ja irgendwie weitergehen. Passiert wieder, Hammond. Nein, ich werde es nicht zulassen. Darauf haben Sie möglicherweise keinen Einfluss, John. Finch, ich muss es wissen. Haben Sie einen Bericht? Es sieht so aus, als würde jemand die Computersysteme angreifen. Wir werden gehackt, John. Dr. Malcolm hat recht. Der fehlerhafte Code betrifft auch das Stromnetz. Nein, nein, nein. Sagen Sie nicht, die Tore sind geöffnet. Tu ich nicht. Aber sie sind es. Der Schutz hat oberste Priorität. Für Dinosaurier und Personal. Ich bin Personal, oder? Kümmern wir uns um das Stromnetz. Das sollte bei der Sicherheit des Personals helfen. Und ich bin natürlich Personal. Einige der Programmierer härten in diesem Moment den Code. Finch, Sie helfen uns dabei, die Belegschaft in Sicherheit zu bringen. Die Belegschaft, natürlich. Das Personal, dem ich zweifle. Ja, Reparaturen kann man auch selber vornehmen. Da steigt man auch in den Jeep rein und viel machen muss man nicht. Ne? Das ist so ein bisschen vereinfacht eben, ne? Aber wäre es komplizierter, ich weiß nicht, ob es dann noch spielbar wäre, ne? Müsste man zeigen, wie zum Beispiel eine Figur aussteigt, hingeht und dann irgendwelche Geräte Rätsel lösen muss oder Geschicklichkeitsspiel oder irgendetwas, ne? Einige haben das ja bemängelt, dass es denn zu vereinfacht ist, ne? Ja, Zäune reparieren, das kann man dann auch in Auftrag geben und so. Ich meine, es ist schon nett gemacht, es ist unterhaltsam, ne? Aber
Ne, das ist Jurassic Park, muss man eben mögen, ne? Wenn man das, wenn ihr das bisher Gesehene nicht mögt, ne, dann könnt ihr euch die restlichen Videos auch sparen, ne? Weil das Spiel ist so. Und klar kommen da auch mal spektakuläre Dinosaurier, die man sich anschauen kann und so. Aber vom Spielmechanismus ist das eigentlich das, so wie es ist. Na, jetzt muss ich erstmal den Park hier wieder in Ordnung kriegen. Ne, das habe ich jetzt auch zusammengeschnitten. Wir haben einige verbleibende Mängel in der Parkbetriebssoftware entdeckt. Ich frage mich, wie sie uns beim ersten Mal entgehen konnten. Sie haben die Löcher aber gestopft, oder? Es gibt eine neue Spionageabwehrsoftware, die nur noch einige Testläufe benötigt. Halten Sie die anderen Leute da raus. Mr. Hammond möchte dafür sorgen, dass die Dinosaurier in Sicherheit sind und sich wohlfühlen. Das sollte kein Problem sein. Klar, sollte kein Problem sein. Keine in Jurassic Park getätigte Aussage ist so häufig. Ja, ich hoffe, so falsch wie die. Ihr habt euch auch gut unterhalten gefühlt in dieser Folge. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Schaut mal wieder vorbei und bleibt mir gewogen. Bis dann. Thank you.